Hallo meine lieben Mädels, ich hoffe es geht euch gut und ja, ihr freut euch drauf, dass ich euch heute wieder mal was Neues vorstellen darf. Bei uns sind eingetrudelt diese wunderschönen Polunder. Ich bin total begeistert und weil schaut mal, die sitzen einfach toll. Ja, die sind hier so von der Naht toll, die sitzen toll, vorne etwas kürzer, hinten länger, aber im Ganzen auch lang geschnitten, aber das zeige ich euch gleich nochmal. So, ich habe ihn so ein bisschen lässig einfach tatsächlich in den Gürtel geschoppt, ne, ein bisschen rumgefummelt, sieht so ein bisschen, ja, manche würden sagen, ein bisschen unordentlich aus. Ich finde, es sieht lässig aus. So, jetzt zeige ich euch aber nochmal den Polunder, wie er im Ganzen ist, von der Länge. Also ich nehme das einfach jetzt mal aus, aus meinem Gürtel rausgeschoppt raus. Ihr seht, also er hat eine tolle Länge, ist vorne also toll lang, hinten ist er sogar noch ein Tuck länger, also finde ich total klasse. Darunter wieder ja, unsere lange Bluse, damit das auch alles so ein bisschen einheitlich und schön ist und alles von der Länge her super zur Geltung kommt. So, dann nehme ich ihn wieder und choppe ihn. Hier habe ich jetzt den letzten Knopf der Bluse aufgelassen, choppe ihn einfach wieder rein, muss man sich natürlich ein bisschen zurechtfummeln und schon sitzt das ganze Teilchen wieder ganz lässig und gemütlich. Dazu habe ich einen ganz tollen Schal, den ich euch gerne nochmal zeigen möchte. Den hatte ich ja schon mal mit im Video, aber der ist einfach von den Farben her so genial. Wieder der Schal hier oben am Schlawittchen gefasst, damit er im Ganzen etwas länger bleibt und wird. Und ich finde so diese ganze Kombi echt toll und echt lässig. Und schaut mal, also das finde ich ist richtig toll auch. Und dieser Polunder ist einfach schön. Wir haben ihn auch noch in einem hellgrau. Ja, da schlüpfe ich gleich auch mal rein und zeige euch das dann. Schaut nochmal, das ist hier dieser tolle Camelton, die tolle weiße Bluse. Also ich bin begeistert. So, und jetzt sieht er mich gleich in grau. So, ihr Lieben, und jetzt haben wir diesen wunderschönen Hellgrauton. Schaut mal, ich habe es jetzt auch mal extra aus der Hose gelassen. Zeige euch das auch gerne nochmal von hinten, wie schön der ist. Also der ist ganz, ganz klasse. Dann, ja, shoppe ich den jetzt mal einfach wieder in den Gürtel, so wie ich es vorgemacht habe. Ich habe hier wieder das unterste Knopf noch freigelassen. Ja, und im Grunde genommen sitzt er denn, schaut mal, einfach so lässig, ist hinten Tuck länger. Ach, einfach ganz schön. Und dazu habe ich einen tollen Schal gewählt. Jetzt mit der schwarzen Hose. Das ist die Hose Smoothie, die ich gerade anhabe. Dazu habe ich jetzt mal diesen grau-schwarzen Schal gewählt. Ihr könnt natürlich auch tolle Jeans dazu tragen, aber ich finde gerade so mit dem Schal und diesem grau-schwarz und dieser schwarzen Hose ist das echt ein absoluter Hingucker. Ja, meine Lieben, ich würde mal sagen, das ist ein so tolles Teil. Ich weiß nicht, ob ihr schon Polunder im Kleiderschrank habt, aber das ist einer, der euch echt nach vorne bringt, wo ihr viel mitmachen könnt. Ihr seht, einmal reingeschobt, einmal länger getragen, einmal ja zum Rock, zur Hose. Also da geht einfach ganz, ganz viel. Ich drücke euch von hier aus meinem kleinen zauberhaften Gewächshaus und wünsche mir, dass ihr ganz, ganz gut auf euch aufpasst und ja, passt einfach auf und nochmal auf und nochmal auf und ja, guckt einfach, wo gehe ich hin, wie mache ich das momentan, damit alles einfach auch wieder gut wird. Ich drücke euch von hier noch tausendmal und schicke euch ganz, ganz viele dicke Küsse. Muah. Danke, meine Mädels, und danke für eure Zeit, die ihr mir immer opfert. Dankeschön.